Andere zu kritisieren ist immer sehr einfach. Bei sich selber anzufangen ist ein guter Weg, um einfach so einen Schritt Richtung Demut zu gehen, einen Schritt Richtung Akzeptanz. Und deshalb möchte ich heute mal bei mir anfangen, in aller Öffentlichkeit. Und nicht verhehlend, dass es mir durchaus nicht ganz so einfach fällt wie ein Video, wo man einfach redet über andere, über Konstrukte, also theoretische Art, über irgendwelche Erfahrungen, sondern tatsächlich über meine beiden größten Schwächen. Und das sind keine Schwächen, die dann irgendwie, so wie man das bei einem Vorstellungsgespräch kennt, dann doch irgendwo eine Stärke sind, sondern sie sind tatsächlich Schwächen. Schwächen, die ich für mich eingestehe und woran ich arbeite. Das sind auch die beiden Themen, die in den letzten Jahren sehr an Bedeutung für mich gewonnen haben. Einmal an seinen Schwächen zu arbeiten und diese zu erkennen und bereit sein, dafür diese anzunehmen als seine eigenen Schwächen. Gut, fangen wir an. Die erste Schwäche, die erste große Schwäche in meinem Leben, das ist die Selbstüberschätzung. Ich überschätze mich selbst. Und ich kann jetzt nicht einmal sagen, in diesem Bereich oder in diesem Bereich. Nein, ich überschätze mich chronisch selbst. Und ich kann ein paar Beispiele nennen. Allerdings, ja, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Also, Veganer bekommen keinen Sonnenbrand. Probier es einfach mal. Geh in die Sonne und lass mich verbrennen. Ist ein Stück Selbstüberschätzung dabei, weil ich gehe schon davon aus, dass veganer Sonnenbrand bekommt. Auch damals, das war in meiner Zeit, wo ich vegan wurde, wo ich ein paar Monate vorher gar nicht wusste, was vegan ist. Und ja, aber auch solche Sachen. Ich esse jetzt einfach mal rohe Bohnen. Ne? Und war dann der Notarzt hier. Alles solche Dinge, das sind Sachen, ich überschätze mich selbst. Ich denke, ach, ich kann über Wasser gehen. Jetzt natürlich denke ich das nicht, aber in die Richtung geht es. Ne? Und das ist einfach so ein Punkt, Selbstüberschätzung, der auch andere Menschen triggert. Und der in anderen Menschen etwas hervorruft. Etwas, dass man mich runterholen möchte. Und das ist etwas, was ich natürlich als derjenige, der sich selbst überschätzt, auch wenn er weiß, dass er sich chronisch selbst überschätzt, aber man ist ja nicht immer in der Bewusstheit drin, der da eigentlich sehr dankbar dafür sein sollte, weil das mich das in Gleichgewicht bringt, wenn ich es denn annehme. Nur ist die Sache so, jeder kennt das von euch, wenn man so in seinem Alltag ist und irgendeiner kritisiert einen und haut was raus, dann geht man in erster Instanz so kontra. Das passiert sehr häufig. Ich werde auch ein Video machen, wie man mit Kritik umgehen sollte und wie man meistens mit Kritik umgeht. Und das ist ein Video, was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil das jetzt nicht so pauschal ist. Ja, man soll Kritik annehmen, man soll zuhören, sondern es gibt ein paar sehr, sehr interessante Aspekte, die so, glaube ich, noch nicht gesagt wurden. Ist aber nicht das Thema heute. Genau, also die Kritik ist an sich oder generell, wenn jemand etwas sagt und man überschätzt sich chronisch selber, so wie ich, dann sollte man oder könnte man dankbar sein, weil sie einen in das Gleichgewicht bringen, macht es aber dennoch nicht, sondern ja, geht halt irgendwie mit der Kritik oder mit diesen negativen Sachen anders um. Ein bestes Beispiel dafür ist, in der Zeit, wo ich sehr, sehr dick war, da hat mir einer im Forum geschrieben und ich habe dann schon angefangen, mich mit Spiritualität zu beschäftigen, mit meinen Gefühlen, mit Energien, die man so wissenschaftlich gar nicht ausdrücken kann. Und ja, und war aber fett. Und ich war immer auf der Suche nach Gleichgewicht, nach Harmonie. Und dann schrieb einer im Forum, fang doch bei dem Offensichtlichen an, du fette Sau. Okay, erste Instanz, gerade weil es ein Trigger ist, ich habe mich ja selber auch zu dick gefühlt. Oder ich war zu dick, also ja, das soll jeder für sich selber beurteilen, aber ich fand mich auch in dem Moment zu dick. Und bin da in Kontra gegangen. Aber dieser Kommentar hat mich dann ein paar Tage später dazu, weil ich dann offen dafür gewesen bin, die ersten Emotionen sind runtergegangen, hat mich dann dazu gebracht,
dass ich darüber reflektiere und ihm Recht geben musste und sage, okay, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann im Einklang mit mir sein, ich kann mich nicht beschäftigen, in Harmonie zu kommen, mit allen zufrieden zu sein und bin es selber körperlich gar nicht. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Aber das geht jetzt zu sehr in die Kritikrichtung. Es geht immer noch weiter um die Selbstüberschätzung. Und das war jetzt so ein Beispiel mit den ganzen Ernährungssachen. Des Weiteren, ich denke immer, ich kann oder ich dachte immer, und wenn ich unbewusst bin, denke ich das auch immer, dann gehe ich auf jeden zu, ich kann die Menschen ja, zu einer für mich wahrgenommenen besseren Richtung bringen. Das wird auch nicht immer so sein, weil sie für mich wahrgenommen ist, ja, ein Subjekt. Ich habe meine Vorstellungen, meine Ideologien und denke, das ist das Beste. Vielleicht ist es das gar nicht. Aber ich denke immer, ich kann alle Menschen mit Liebe infizieren. Ich kann allen Menschen den Weg zeigen, hey, pass auf, so geht es in die Liebe. Und Liebe ist die Lösung für alles, weil ich es selber erfahren habe. Dass es nicht so ist, habe ich dann eben auch erfahren. Und da falle ich regelmäßig auf die Schnauze, indem ich mich mit Menschen intensiver auseinandersetze, wo jeder andere sagen würde, bist du blöd, du wirst diesen Menschen nie erreichen. Das ist eine ganz andere Welt. Und meine Selbstüberschätzung führt halt dazu, dass ich dann eben denke, ich kann das. So. Und ich möchte auch nicht, dass das jetzt irgendwie so einen positiven Touch bekommt, denn das habe ich schon wieder, das fühlt sich irgendwie so an, ja, ich möchte ja nur Gutes und nein, es ist negativ, Selbstüberschätzung ist negativ, das ist eine Überheblichkeit, eine in gewisser Form auch eine Arroganz, die ich sozusagen dann in mir trage, wenn ich unbewusst bin, denn dadurch, dass ich das erkenne als Schwäche, ja, ist das für mich jetzt keine Eigenschaft, die ich nicht ablegen kann, ich lege sie immer häufiger ab, auch dieses Video ist etwas Demütiges, es ist etwas, wo ich wirklich offen das anspreche. Und natürlich ist dann auch wieder dabei, boah, der ist ja total offen und der kriegt jetzt Credit dafür, dass er so offen ist und das tut sein Selbstbewusstsein wieder steigern und so weiter. Ja, das mag so sein und das ist auch wahrscheinlich so, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Selbstüberschätzung eben trotzdem eine Schwäche ist und dass sie angesprochen wird. Mein Selbstbewusstsein ist keine Schwäche und deswegen brauche ich das nicht, dass ich hier irgendwie ein Video mache und mich ja, sozusagen expose, um dann mein Selbstvertrauen aufzubauen, dass ich mich denn so der Öffentlichkeit zur Schau stelle. Also von daher, ja, Überheblichkeit, Selbstüberschätzung. Ja. Ich denke auch immer, dass ich alles alleine kann und alleine mache und habe das früher gedacht, sehr häufig, früher auch immer gemacht, egal ob das in einem Computerspiel war oder ich habe ja schon ein Video gemacht über diesen Einzelgängertum und das ist eben auch das, dass man, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, dass man am liebsten den anderen dann sagt, hey, das geht so und mach das so und mach das so und dem anderen gar keinen Spielraum lässt, sodass in einer gemeinsamen Arbeit etwas ganz Wunderbares entsteht, was eben nicht in deinem Tunnel drin ist, wie du ihn kreiert hast oder kreieren möchtest, sondern was in einer, ja, was etwas Neues, Einzigartiges kreiert, wenn zwei Menschen zusammenkommen und beide fließen können. Und das verhindere ich damit, mit dieser Selbstüberschätzung. Ja, das ist, führt dann genau zum zweiten großen, zu meiner zweiten großen Schwäche, die ich habe und an der ich arbeiten möchte, beziehungsweise auch arbeite. Das ist die Dominanz. Jetzt kommt natürlich wieder ein gewisser Teil von Menschen und sagt, hey, ich wäre gerne mehr dominant. Ja, schön. Ich wäre gern mehr nicht dominant. Devot, oder wie man das ausdrücken möchte. Das ist eine große Schwäche, wenn es zu viel. Genauso wie jemand, der zu devot ist, der zu allen Jahren arm sagt und sich bückt und einfach keinen eigenen Flow hat und dem nachgeht, ist jemand, der zu dominant auftritt, jemand, der den Raum prägt. Das ist in meinem Fall, auch wenn das wieder positiv klingt, für Menschen, aber das möchte ich nicht, aber es ist
der Fall, dass es oftmals für sehr viele Menschen angenehm ist, weil ich in sehr vielen Situationen mich wiederfinde in meinem Leben, wo Menschen sehr, sehr vorsichtig sind, sehr behutsam sind, sehr, sehr feingeistig sind. Und wenn dann derjenige, der dominant ist, diesen Spirit prägt und aufgrund meiner Erfahrung und auch meiner Empathie diesen Spirit so kreiert, dass die Menschen aufatmen können, dass sie sich befreien. Das geht zu sehr in eine positive Richtung. Geht wieder weiter. Ich glorifiziere mich gerade. Und das ist nicht gut. Ich wollte damit nur sagen, es ist sehr schwer von dieser dominanten Sache runterzukommen, wenn man mit dieser Dominanz viele Dinge erreicht. Wenn man vieles von dem, was man für gut hält, auch umsetzen kann, weil man halt auch in größeren Gruppen einen Einfluss geltend machen kann. Deswegen ist es sehr schwer. Man kann dies ja auch selektiv tun und daran ist nichts verwerflich und das finde ich auch gut und das möchte ich auch. Ich möchte ja etwas erreichen und dazu braucht es Selbstbewusstsein, dazu braucht es Dominanz. Aber ich merke eben auch in vielen Situationen, dass wenn ich eben diese Dominanz den Raum füllt, dass andere Menschen, die ich in dem Moment, den ich nicht diesen Raum bereite, dass sie sich entfalten können, das was ich gerade angesprochen habe, was positiv ist, dass diese Menschen sich nicht entfalten können. Und dass in diesen Momenten aber vielleicht wichtiger wäre, dass diese Menschen sich entfalten und nicht ich. Und ich habe da, denke ich, große Schritte gemacht in den letzten Monaten, indem ich ja einfach mal nichts gesagt habe, indem ich einfach mal bewusst anderen Menschen den Raum gegeben habe und sie quasi ein bisschen in die Rolle gedrängt habe, dass sie jetzt diesen Raum mit ihrer Energie füllen. Aber nichtsdestotrotz ist das die größte Schwäche derzeit von mir, oder die zweitgrößte Schwäche, die Dominanz. Und das sind die beiden Dinge, an denen ich zurzeit wirklich arbeite. Und das wirklich Schwächen sind. Ich möchte das auch aus dem Grunde sagen, weil das kommt offensichtlich anders in den YouTube-Videos rüber. Ich halte mich nicht, wenn ich bewusst bin, muss man dazu sagen, für jemanden, oder auch wenn ich unbewusst bin, ich halte mich auf jeden Fall nicht für jemanden, der alles weiß. Denn in mir ist so tief durchdrungen, dass keiner von uns alles weiß, dass ich komplett aus vollster Überzeugung sagen kann, dass ich nichts weiß. Aber es kommt anders rüber. Es kommt anders rüber, wenn ich aus meinen Erfahrungen berichte, wenn ich gewisse Dinge anspreche, dass das irgendwie aufgrund meiner dominanten und selbstbewussten Art, dass das irgendwie die Wahrheit ist. Ist es nicht, kann es nicht sein. Ich spreche nie die Wahrheit. Niemals. Es gibt ein schönes Video dazu von mir. Ich bin ein Lügner. Ich spreche nie die Wahrheit. Und das ist jetzt nicht irgendwie so metaphorisch oder sonst was gemeint. Nein, ich kann gar nicht die Wahrheit sprechen. Jeder hat eine eigene Welt. Eure Realität existiert in eurem Kopf, genau wie in meinem Kopf. Und Wörter sind mit anderen Bedeutungen verknüpft. Gefühle werden anders wahrgenommen. Man ist anders geprägt, man hat gewisse Konditionierungen, über die man niemals hinausgehen kann, weil sie überhaupt nicht entdeckt worden sind von demjenigen. Das heißt, die Wahrheit existiert nicht. Nicht losgelöst von dem, der sie betrachtet. Entsprechend möchte ich gerne in meinen Videos und werde weiter daran arbeiten, das, was ich formuliere, so zu formulieren, dass es meine Sichtweise ist. Und ich versuche das nicht nur zu sagen, weil das mache ich eigentlich schon, sondern ich versuche das auch rüberzubringen. Emotional. Ich versuche, bevor ich die Videos drehe, auch das, versetze ich mich in einen gewissen Geisteszustand. Ich mache nicht einfach an, es geht los, sondern ich fühle, was ich sagen möchte. Und das möchte ich intensivieren und daran möchte ich arbeiten. Und das sind meine zwei großen Schwächen, an denen ich zurzeit arbeite.
Wie gesagt, der eine oder andere mag sagen, ah, das sind gar keine Schwächen. Ich kann es nur so sagen, wie ich es empfinde. Genauso werde ich sagen, aus meiner subjektiven Wahrheit, hey, du bist zu zurückhaltend, das ist keine Schwäche. Also von daher hoffe ich auch, dass ihr mir den Respekt erweist, einfach das zu akzeptieren, dass das wahrgenommen wirklich zwei große Schwächen sind und die mich auch wirklich stören und woran ich arbeite. Denn ich denke, wenn ich diese beiden Sachen bewältige und nicht nur so temporär, sondern immer häufiger, dann glaube ich, nein, das ist falsch. Ich will wieder was finden, woran ich arbeiten kann. Der Mensch ist nie zufrieden. Das Ego ist nie zufrieden. Es geht immer besser. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere vielleicht auch in den Kommentaren sagt, was seine größten Schwächen sind. Und ja, wieder einfach ins Gespräch kommen. In den Kommentaren. Auf einen Rohkost-Potluck. Auf einen Raw Spirit Love Camp. Oder wo auch immer. Ich liebe euch.